Behind His Mask. Eine Shakespeare-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 33. Point of View. Stegi. Bestmöglich versuchte ich, dem Braunhaarigen aus dem Weg zu gehen. Ihn zu meiden. Das funktionierte an sich aber auch ganz gut. Ich wartete immer bei den Lehrern, verließ Fortum unser Zimmer und kehrte erst nachts wieder zurück. Seltsam. Wenn ich sowas sonst probiert hatte, hatte es nie funktioniert, aber jetzt auf einmal schon. Am Tag darauf erhielt ich eine Nachricht von Jay. Hey Stegi, ich hoffe, dir geht es besser. Ich wollte fragen, ob du mal Lust hättest, dich mit mir zu treffen. Klingt gut, antwortete ich mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen. Wie wäre es mit in 10 Minuten? Das schaffe ich doch nie. Ich aber. Ich hol dich ab. Kurz musste ich grinsen. Jay war echt toll. Warte vor dem Schultor auf mich. Ich sammle dich von dort aus ein. Wird gemacht, Sir. Ich machte mein Handy aus, schnappte mir Schlüssel, Geld und eine Jacke, zog mir Schuhe an und beeilte mich, nach unten zu kommen. Vor dem Internat blieb ich stehen und hielt einen Moment inne. Ich musste an das erste Mal denken, wo ich hier gestanden hatte. Damals hatte ich gedacht, dass das Internat einem Gefängnis glich. Wenn ich so darüber nachdachte, hatte ich damit nicht mal so Unrecht gehabt. Inzwischen war ich hier fast ein Dreivierteljahr, doch zu Hause hatte ich mich nie gefühlt. Es war, als wäre es eine Schule und der Ort, wo ich schlief, aber niemals mehr. Viel eher war es der Ort, den ich hasste, verabscheute, an dem ich erfahren hatte, wie schrecklich es sein kann, gemobbt zu werden. Ich hatte erfahren, was es für schreckliche Menschen auf diesem Planeten gibt. Es war der Ort, den ich verlassen wollte, sobald es möglich war. Das Geräusch eines Motors riss mich aus den Gedanken. Ich sah auf und sah ein geschmackvolles, schwarzes Motorrad auf den Platz rollen. Es blieb direkt vor mir stehen und Jay nahm den Helm vom Kopf. Hey du! Er grinste mich an und verdammt, dieses Lächeln süß. Jay warf mir mit einer schnellen Bewegung einen weiteren Helm zu. Fang! Ich fing den Helm und sah den Schwarzhaarigen ungläubig an. Schnell krakelte ich etwas auf einen Zettel. Ich bin noch nie Motorrad gefahren, also auch nicht bei jemandem mit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jay schüttelte schnell den Kopf. Quatsch, keine Sorge, das wird schon gut gehen. Ich habe den Führerschein schon seit 3 Jahren. Was bist du denn für ein alter Knacker? Hey, ich bin erst 80. Er grinste. Ich lächelte zurück und stieg dann hinter Jay aufs Motorrad. Schnell zog ich mir den Helm über. Halt dich einfach irgendwo an meiner Hüfte fest oder so, meinte dieser, als er auch schon mit einem Ruck losfuhr. Erschrocken klammerte ich mich an ihm fest, keuchte wütend auf. Er drehte leicht den Kopf und brüllte über den Fahrtwind hinweg. Ach, ich wollte dir nur ein bisschen Angst einjagen. Anscheinend hat das ja auch geklappt. Ich musste leicht lachen und schlug Jay spielerisch auf die Schulter. Dieser lachte ebenfalls leicht und fuhr dann aus dem Internatsgelände hinaus. Halt dich gut fest, rief er, bevor er noch einmal mehr Gas gab. Und auch wenn ich anfangs Angst gehabt hatte, so musste ich doch zugeben, dass das hier wirklich wundervoll war. Den Fahrtwind überall um einen herum zu spüren, die vorbeirasende Landschaft. Jay vor mir. Ich legte meine Arme sanft noch ein bisschen fester um den Schwarzhaarigen und lehnte mich lächelnd gegen ihn. Und in diesem Moment war ich einfach nur glücklich. Wir fuhren noch ungefähr eine halbe Stunde, bis wir vor einem Kino zum Stoppen kamen. Welchen Film wollen wir denn gucken? Fragte ich verwirrt über meinen Zettel. Lass dich überraschen. Der Schwarzhaarige lächelte mich mit diesem unwerfenden Lächeln an und ich nickte einfach nur. Als wir fürs Popcorn und die Getränke anstanden, fragte Jay mich plötzlich, wie alt ich denn eigentlich sei. Ich zeigte mit den Fingern 16, woraufhin er sanft lächelte. Ich bin 19. Er hob meine Augenbraue.
Also lagst du gar nicht so falsch mit deinem alten Knacker. Ich grinste kurz und stieß ihn spielerisch an. Was wollt ihr beide denn haben? Fragte die Verkäuferin uns kurze Zeit später, wobei ihr Blick die ganze Zeit auf Jay lag. Dieser wandte den Kopf zu mir und blickte mich fragend an. Ich hob die Schultern an, um zu zeigen, dass er aussuchen durfte. Gut, dann nehmen wir eine mittlere Popcorn, salzig, 10 for 2 und eine mittlere Cola. Er drehte sich wieder zu mir. Was willst du trinken, Kleiner? Kleiner. Den Fakt, dass ich salziges Popcorn gar nicht mochte, ignorierend deutete ich schnell auf das Wasser, woraufhin er auch dieses bestellte. Zwar Sprudelwasser, wobei ich eher ein Fan von stillem Wasser war, aber er konnte das ja nicht wissen. Wieso nannte er mich kleiner? Klar, also irgendwie war ich natürlich klein, aber die Art, wie er es aussprach, war so liebevoll. Trotzdem, es klang falsch aus seinem Mund. Tim hatte mich so genannt. Und irgendwie wollte ich nicht, dass Jay das auch tat. Es war einfach Tims Wort. Die Stimme der Verkäuferin riss mich aus den Gedanken. Hier, die Quittung, meinte sie, und ich meinte zu sehen, dass sie dem Schwarzhaarigen zuzwinkerte. Dieser nickte bloß, nahm die Sachen und gemeinsam liefen wir zum Kinosaal. Wir hatten Plätze in der obersten Reihe bekommen, ziemlich mittig. Eigentlich die perfekten Plätze. An sich saß ich lieber mehr in der Mitte, aber es war auch so schön und wenn es Jay gefiel, dann war das schon wundervoll. Jay stellte das Popcorn auf seinen Schoß und meinte, dass ich einfach immer zugreifen dürfte. Das Eis stellte er zwischen uns. Er wollte gerade die Quittung zusammenknüllen, als er einige geschriebene Zahlen darauf bemerkte. Da hat mir die Verkäuferin doch tatsächlich ihre Nummer aufgeschrieben. Er grinste mich an. Naja, verdenken konnte man es eher nicht. Immerhin sah Jay wirklich nicht schlecht aus. Jener lächelte mich nun mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Dabei habe ich doch dich. Kurz hielt ich inne. Hatte ich bis eben noch Zweifel gehabt, ob das zwischen uns nur freundschaftlich oder doch eher beziehungsmäßig gemeint war, so konnte ich mir nun sicher sein, dass Letzterem so war. Unsicher lächelte ich zurück, als der Schwarzrige sich schon wieder abwandte und ins Popcorn griff. Auch was? Fragte er grinsend, woraufhin ich ebenfalls hinangriff, das salzige Zeug jedoch nicht aß. Der Film begann und wie sich herausstellte, war es eine Geschichte über ein Mädchen, das neu in die Stadt gezogen war, und einen Jungen, der dort schon lange wohnte. Soweit ich das mitbekommen hatte, war sie sehr an sich zurückgezogen und nicht gut darin, neue Freunde zu finden, während er ziemlich beliebt war. Aber wie es das Schicksal wollte, wurden die beiden Nachbarn und irgendwie fand er, dass sie etwas Anziehendes an sich hatte. Durch die gegenüberliegenden Fenster ihrer Häuser beobachtete er sie dann immer. Irgendwie quatschte er sie dann an und durch eine Reihe unlogischer Zufälle kamen die zusammen. Die Story war an sich ganz gut, aber die Umsetzung war für mich viel zu kitschig und unrealistisch. Es war nicht wirklich meine Art von Film, aber Jay schien es zu mögen. Mitten im Film griff er plötzlich nach meiner Hand und umschloss sie. Ich blickte kurz zu unseren Händen. Es fühlte sich schön an, ganz klar. Aber es war nicht wie mit Tim. Irgendwie hatte es gekribbelt, wenn Tim meine Hand genommen hatte. Es hatte gekribbelt, wenn Tim mich umarmt hatte. Es hatte sich angefühlt, als würde mein ganzer Körper in Flammen stehen. Und jetzt bei Jay war... Da war da kaum etwas. Aber bestimmt lag das daran, dass ich damals einfach so glücklich war, dass der Braunhaarige mich nicht verprügelt hatte. Außerdem war Jay das Beste, was mir heute passieren könnte. Er war der, der mich wieder fühlen ließ, als ob ich leben würde. Er und nicht Tim. Als der Film vorbei war, war ich noch immer voll in Gedanken und konnte gar nicht sagen, wie das ganze Nachbar-Romanzen-Ding geendet hatte. Das war so süß, schwärmte Jane neben mir und blickte mich grinsend an. Hast du gesehen, wie sie ihn immer abgeschaut hat? Er grinste. Und wie er Liz dann auf den Ball einfach mitgenommen hat. Das war so verdammt niedlich. Seine Augen leuchteten fröhlich. Er lachte leicht. Ich nickte bloß lächelnd.
Wer zum Teufel war Liz? Jake griff nach meiner Hand und einen winzigen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, ein leichtes Kribbeln zu spüren. Jay war toll. So viel stand fest. Kurz dachte ich an mein Gespräch mit Tim, direkt nachdem ich Jay kennengelernt hatte. Macht er dich denn glücklich? Hatte er gefragt. Ich denke schon, hatte ich geantwortet und Tim war weitergegangen. Wieso er sowas gefragt hatte, konnte ich mir noch immer nicht erklären. Aber Jay machte mich glücklich. Vermutlich war das auch das Wichtigste. Und trotzdem fühlte es sich falsch an. Denn es fühlte sich einfach nicht so an wie mit Tim. Und plötzlich kommen Gefühle in mir hoch, die ich eigentlich gar nicht haben dürfte. Kapitel 34. Als der nächste Tag versprach, ein relativ sonniger und warmer Freitag zu werden, war ich erleichtert. Nicht, weil die Sonne scheinen würde und auch nicht, weil es für die Jahreszeit mehr oder weniger warm werden sollte, sondern weil es Freitag war. Weil ich wusste, dass ich Tim am Wochenende grundsätzlich am besten aus dem Weg gehen konnte. Gestern Abend war ich erst gegen 11, also genau genommen nach Ausgangssperre, zurück gewesen. Tim hatte schon geschlafen. Normalerweise schlief er nie vor 12, aber an diesem Abend hatte er seelenruhig in seinem Bett gelegen. Ich schüttelte leicht den Kopf und lenkte meine Gedanken lieber auf den heutigen Tag. Mein Wecker, den ich bei Kopfhörern klingen ließ, läutete seit einiger Zeit grundsätzlich eine halbe Stunde vor dem von Tim. Einfach aus dem Grund, damit ich bereits aus dem Zimmer war, wenn er aufwachte. Ich blickte kurz zu jedem hinüber und seufzte kurz. So wie Adala könnte man meinen, sei die harmloseste Person der Welt. Er hielt seine Decke fest umklammert und hatte sein Gesicht halb darin vergraben, sodass nur noch seine Augen herausguckten. Die Beine hatte er angezogen, die Hände dicht am Körper. Irgendwie sah es verdammt süß aus, wenn er so dalag. So, als würde man ihn am liebsten einfach küssen. Wütend biss ich mir auf die Lippe. Ich durfte so nicht denken. Erstens war ich mir noch immer nicht über meine Sexualität im Klaren. Zweitens hatte ich Jay und drittens, es war immer noch Tim. Schnell huschte ich ins Bad, führte meine Morgenroutine durch und schlüpfte so lautlos wie möglich aus Tims in meinem Zimmer. Der Tag verlief tatsächlich auffällig unauffällig. Tim schien mich nicht einmal zu beachten. Im Gegenteil. Vielmehr schien es, als würde er mich absichtlich ignorieren. Als würde er mir aus dem Weg gehen. Mir war nur komplett schleierhaft, warum er das tun sollte. Immerhin hätte er allen Grund, nach meiner Ansprache vor einigen Tagen noch wütender auf mich zu sein. Trotzdem war ich natürlich erleichtert darüber, dass ich seit diesem Tag keinen Schlag einstecken hatte müssen. Ich machte mich gerade auf dem Weg vor der letzten Unterrichtsstunde zur Mensa, als mich jemand gegen die Wand drückte und mir gleichzeitig den Mund zuhielt. Erschrocken stieß ich ein seltsames Geräusch aus und blickte in die kalten Augen der Person, die mir gegenüberstand. Tobi. Jener sah sich kurz um, ehe er mich nach einigen Sekunden schnell losließ. Verwirrt sah ich ihn an. Komm mit, meinte Tobi emotionslos in diesem Moment und griff nach meinem Arm. Angst stieg in mir auf. Was, wenn er mich zu Tim bringen wollte, damit dieser mich verprügeln konnte? Stumm lief ich hinter Tobi her, denn wenn ich eines in der Zeit im Internat gelernt hatte, dann, dass man nie weglaufen sollte, denn man würde es in jedem Fall in dreifacher Portion beim nächsten Mal zurückbekommen. Tobi rannte fast durch die Gänge und überrascht hielt ich inne, als er vor einem der vielen Zimmer stehen blieb und einen Schlüssel aus der Tasche zog. Er schloss auf und bedeutete mir, ihm hineinzufolgen, auch wenn mir bei dieser Aktion alles andere als wohl war. Kaum hatte Tobi die Tür hinter sich geschlossen, schien er innerlich erleichtert aufzuseufzen. Ich warf einen schnellen Blick durch das Zimmer und stellte überrascht fest, dass wir alleine waren. Verwirrt sah ich zu den blond-braunhaarigen. Was sollte diese Aktion? Jener bedeutete mir nun, mich aufs Bett zu setzen. Zögerlich kam ich der stummen Aufforderung nach. Tobi ließ sich neben mir sinken. Er seufzte. Ich warf ihm einen kurzen Blick zu. Irgendwie hatte ich vor diesem Jungen lange nicht so viel Angst wie vor Tim oder Hendrik. Vielleicht lag es daran, dass er nur ein bisschen größer als ich war und auch eher ein Lauch.
Es tut mir leid, durchbrach Tobi plötzlich die Stille. Sein Blick war auf den Boden gerichtet. Überrascht drehte ich mich zu ihm um. Ich hatte alles erwartet, aber nicht das. Es tut mir leid, das alles. Wir kennen uns ein halbes Jahr. Ach nein, was sage ich da? Wir kennen uns ja nicht mal. Er seufzte erneut. Und trotzdem war ich so dumm und hab dich geschlagen. Ja, ich hab dich geschlagen und nicht nur einmal. Ich war ja ein Mittäter, habe dir Beleidigung entgegengeworfen. Das alles ist... Er unterbrach sich. Seine Stimme stockte. Ich habe Fehler gemacht. Fehler, die man... Ja, nicht mal gut machen kann. Ja, ich war ein Arsch. Ja, es tut mir leid. Es zerfriss mich nachts, wenn ich so bin. Ich fühle mich so schuldig dabei. Glaub mir. Tobi unterbrach seinen Redeschwall, sah mich vorsichtig an. Ich erwarte nicht, dass du mir verzeihst oder so. Ja, ich weiß ja, wie schwer das ist. Und ja, ich wollte nur, dass du auch ja weißt, wie leid mir das alles tut. Ich musste leicht lächeln. Irgendwie war diese Situation zu seltsam. Schnell kramte ich Stift und Zettel aus meiner Hosentasche und schrieb, du sagst ganz schön oft ja. Ich reichte dem blond-braunhaarigen den Zettel, welcher ihn las und leicht grinsen musste. Ja, stimmt. Er musste kurz lachen. Ist so ein Tick von mir. Ich lächelte leicht. Weißt du, als ich und Ruffy reingekommen sind, wo Timmy... Er unterbrach sich. Tim dich. Nun ja, verprügelt hatte, da habe ich realisiert, wie schrecklich das war, was wir dir angetan haben, ja? Ruffy und ich haben uns ja außerdem komplett aus sowas rausgehalten, aber ja, du darfst es auch Tim nicht übernehmen, weißt du? Er meint das nicht so. Ich warf ihm einen fragenden Blick zu, woraufhin er sich eine Hand vor den Mund hielt. Ups, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Naja, du weißt von nichts, ja, okay? Er grinste mich schief an. Ich nickte kurz. Ich hatte sowieso nur die Hälfte verstanden. Tobi schien aber an sich eigentlich ganz nett zu sein. Eine kurze Weile herrschte Stille und ich wollte mich gerade dazu entscheiden, dass es eine angenehme war, als der braun-brundlarige sie unterbrach. Was ich dich ja eigentlich fragen wollte. Plötzlich wirkte er unsicher. Ich wollte dich eigentlich fragen, was hast du eigentlich vorgestern oder so mit Tim besprochen? Oder ja, besser, was hast du ihm geschrieben? Er war die ganzen letzten Tage so seltsam. Ich warf Tobi einen überraschten Blick zu. Tim war seltsam gewesen? Naja, begann ich nach kurzem Überlegen zu schreiben. Tim hatte mich vor einigen Tagen zur Rede gestellt. Er hatte ein paar Bilder von mir gefunden, die ich von ihm gezeichnet hatte, und irgendwie meinte ich dann halt, dass ich ihn nicht hassen würde. Er war vollkommen perplex, mehr war da eigentlich nicht. Tobis Augen huschten über das Blatt. Er schien meine Worte mehrmals zu lesen. Schließlich sah er auf. Ja, wieso hast du ihn gezeichnet? Ungläubig sah ich Tobi an. Konnte das nicht egal sein? Kurz zuckte ich mit den Achseln. Wieso wollten das immer alle wissen? Weißt du, es ist einfach so, es kommt ja manchmal vor, dass Tim seltsam ist. Einige Tage kann das ja mal passieren, dann ist er irgendwie abwesend, aber nur innerlich. Für sich, ja, dieses Mal war es anders. Er war äußerlich ganz anders, er war die ganze Zeit still, hat kein Wort gesagt. Ja? Ich nickte. Und außerdem, naja, das klingt jetzt eventuell ein bisschen komisch, aber er hat dich halt nicht beleidigt oder ja, sowas halt. Er ist dir ja vielmehr aus dem Weg gegangen. Tobi seufzte. Es ist nicht so, dass ich dich nicht mag, aber ich mache mir Sorgen um Tim. Er mag ja wie ein grausamer Bastard wirken, aber er kann auch ganz anders. Ich schluckte kurz. Tobis letzte Worte hatten mich an die Woche mit Palle und Tim erinnert. Unsere Woche. Da war Tim auf einmal wie ausgewechselt gewesen. Vielleicht war er ja unter Freunden ja immer so. Und noch was. Der blauen-brundhaarige hob seinen Blick wieder. Etwas Neues war in seine Augen getreten. Etwas anderes. Ich glaube ja, dass da etwas zwischendurch passiert ist in den Herbstferien.
Ich weiß, wie Tim sein kann, wenn niemand dabei ist, und ich weiß, wie du ihn manchmal anschaust. Irgendwie so sehnsüchtig, so enttäuscht. Ich spürte, wie sich ein Rotschimmer auf meine Wangen bildete. Das war ja davor nicht. Vorher warst du verängstigt, ja wütend und ja vielleicht manchmal auch trotzig, aber niemals enttäuscht oder sehnsüchtig. Ja, teilweise bist du sogar erwartungsvoll. Also muss ja wohl etwas passiert sein. Wenn man enttäuscht wird, kennt man etwas anderes. Sehnsüchtig ist man nach etwas, das man vorher eventuell schon hatte, und erwarten kann man nur Dinge, die man für möglich hält. Er schaute mich eindringlich an. Ich traute mich nicht, seinen Blick zu erwidern. Ich hatte Angst, dass er alles darin sehen könnte. Da war nichts, kräuselte ich schnell. Der andere lachte kurz auf. Komm schon, Stegi, mir kannst du es erzählen, ja? Er lächelte. Ich verrate auch nichts weiter. Versprochen. Egal, was passiert ist, ich schweige. Er überlegte kurz. Selbst gegenüber Waffi und Tim. Ich schluckte kurz. Wieso sollte ich es ihm eigentlich nichts erzählen? Immerhin hatte Tim niemals etwas darüber gesagt, dass er das nicht wollte. Er war nett, wir waren wie beste Freunde, schrieb ich also. Tobi klatschte kurz in die Hände. Ja, wusste ich es doch. Er grinste mich an. Deswegen schaust du immer so. Deswegen ist Tim so komisch. Deswegen ist er immer so abwesend, wenn wir über dich reden. Deswegen. Ich nickte. Dann erhob Tobi wieder die Stimme. Tut mir leid, das war grad blöd. Das macht dir das Ganze ja bestimmt auch nicht einfacher. Er seufzte. Ich rede nochmal mit Tim. Er unterbrach sich. Mit Tim. Ich versuch alles, ja? Ich sah zu dem Jungen neben mir auf. Seine Augen strahlten Freundlichkeit aus. Da war nichts Bösartiges in seinem Gesicht zu erkennen. Er war nicht mehr der Junge, den ich kannte. Tobi war komplett verändert. Wie damals Tim. Als hätten sie beide eine Maske aufgehabt, die sie in diesem Moment, wo sie nett wurden, abgenommen hatten. Wobei es bei Tim wohl eher umgekehrt gewesen war. Normalerweise trug er keine Maske, aber in der Woche war er etwas schon. Schnell schüttelte ich die Gedanken ab und seufzte. Die Sache mit dem Kuss erzählte ich Tobi nicht. Auch wenn er anscheinend doch ganz nett wirkte, so musste er doch nicht alles wissen. Jo, Also, hallo Handy. Ich nehme der Zeit verdammt viel im Voraus aus, weil ich weiß, dass ich früher oder später alles schneiden werde. Definitiv. Irgendwann kommt der Tag. Aber bis es soweit ist, wird es lange Zeit mal wieder nichts geben. Aber gut. Ja, da würde ich sagen, schaut bei Kritzelkiste vorbei, schaut bei Drachenmädchen vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!